Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zwei Schlachten, zwei große Schlachten haben die Lübecker verloren, aber die dritte, ganz knapp, durch den dann während der Schlacht verstorbenen legendären Bürgermeister, kann man vielleicht schon sagen, Wilfried Imbeck, gewonnen. Tja, und so kann es manchmal laufen. Dann dadurch hat sich der Krieg hier ganz schön gedreht. Oldenburg ist draußen, allerdings wir auch exiliert und wir müssen erstmal auf heimatliches Terrain, um das aufzulösen. Deswegen marschieren wir jetzt nach Lauenburg und können dann erst wieder zu unserer Truppe zurückstoßen. Das ist jetzt ein sensibler Punkt. Ich hoffe, das ist kein Problem. So, ich will auch ein bisschen Diplomaten mal losschicken nach Stettin. Da müssen wir mal wieder Beziehungen verbessern. In der Liga selbst und nach Danzig. So. Und dann habe ich mir überlegt, wir werden mal vielleicht hier die Flotte einfach mal aufteilen. Und mit diesen fünf Schiffen werden wir einfach mal schon wieder den Handel schützen. Allerdings, warte mal, ja gut, können wir machen. Ich will zu den sechs Schiffen dann den Admiral noch packen. Weil hier sind noch drei Schiffe der Münsteraner und dafür brauchen wir jetzt nicht so eine Riesenflotte. So, also Handelsschützen Lübeck wird vermutlich immer noch das Beste sein. Und ihr kriegt jetzt den Admiral. Okay. So, was ist mit euch los? Die versteckt sich, weil die gegnerischen Flotten zu stark sind. Wie bitte? Die Gegner, was haben die denn? Die haben doch nur drei Schiffe. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr glaubt, dass sie zu stark sind. Dann sagen wir ihnen mal was anderes. Mutig sollen sie sein. So wie die Lübecker auch. Okay, mehr haben wir, glaube ich, erstmal nicht zu tun. Hier können wir mal die Flotten wieder zusammenfassen. Die Schiffe nehmen wir raus. Das ist unsere Transportflotte. Und dann kann es weitergehen. So. Ich traue dem Frieden noch nicht so richtig. Die werden vermutlich nochmal irgendwo Armeen aufbauen. Jetzt sind wir aber erstmal wieder hier einsatzfähig. Wir können tatsächlich nach Oldenburg marschieren. Warum können wir das eigentlich? Was ist da los? Warum haben wir dann jetzt ein Durchmarschrecht? Naja, ich denke mal, wir werden erstmal Lüneburg befreien und dann zurückkehren. Das ist ganz gut. So, was ist hier passiert? Schweden, Brandenburg, Bündnis mit... Oh, Brandenburg, Bündnis mit Oldenburg. Das ist nicht so schlimm. Dänemark mit Augsburg. So, Polen hat Dänemark als Rivalen bestimmt. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist in Ordnung. Böhmen hat Österreich als Rivalen bestimmt. Okay. Da spielt also jetzt die Musik. Ups, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da kommt jetzt eine große Armee. Und wir sind jetzt getrennt. Was machen wir? Wir könnten hier eine kleine Einheit zurücklassen und hier angreifen. Allerdings fürchte ich, das ist ja erst die Münsteraner Armee. Da kommen nochmal 7000 Mann vermutlich wieder von Aachen. Und wenn die dazu stoßen, dann sind wir hier verloren. Wo können wir hinziehen? Wir können hier nur nach Lüneburg ziehen. Die könnten uns richtig fertig machen, wenn sie über Lüneburg ziehen. Verdammt. Sollen wir mal ein bisschen aufpassen. Ich mach mal kurz langsamer. Ja, da... Ach nee, das ist noch was anderes. Das ist die Oldenburger Armee. Jetzt gehen sie nach Bremen. Jetzt nach Stade. Von dort gehen sie dann vermutlich nach Holstein. Könnte ich mir vorstellen. Hier rüber. Nein! Sie greifen uns an. Das war schlecht vermutet. Können wir noch fliehen? Wie schnell sind wir? 25. Mai, 26. Also da können wir fliehen. Ja, wir müssen nach Lauenburg fliehen. Am besten dann nach Lübeck. Und dann hilft es nichts. Dann müssen wir jetzt erstmal diese Schlacht hier unterbrechen. Diese Belagerung. Wen lassen wir zurück? Ja, wen lassen wir zurück? Eigentlich nur eine Einheit. Welche brauchen wir da am wenigsten? Ich weiß es nicht. Das ist flache Strecke. Da können wir die Kavallerie ganz gut gebrauchen. Ich riskiere mal jetzt echt hier nur diese... Wobei, wenn die andere Armee kommt, wenn die Aachener kommen... Ach, das ist eine blöde Situation, Leute. Das ist eine ganz blöde Situation.
Naja, gut. Wenn die Aachener kommen mit 7000, ist es auch egal, ob wir 1000 oder 500 da haben. Wir müssen hinterher. Wir müssen die Truppe hier retten. Wir sind am 29. in Lübeck. Ich meine, wir können. Im Notfall könnten wir auch noch ein bisschen. Können wir nicht von hier, von Stade, auch nach Holstein rüber? Warum kann ich da nicht rüber? Warum kann ich nicht direkt dort rüber? Das verstehe ich nicht ganz. Müsste ich eigentlich kommen. Ich kontrolliere den Seeweg. Wir haben hier Militärzugang. Bisschen merkwürdig. So, sie kehren jetzt wieder um. Was für ein Kuddelmuddel. Sie ziehen jetzt hier nach Stade. Na gut. Dann müssen wir uns auch hier bereithalten. Müssen wir noch auch wieder umkehren. 15.000 gegen 11.800. Wir bleiben aber dann mal in Bremen stehen. Sie sind in Stade, okay. Gut, dann gehen wir nach Lüneburg. Und vielleicht passen wir einen guten Moment ab. Vielleicht passen wir einen guten Moment ab. Wie ist das hier? Es fließt ein Fluss zwischen Hannover, Hoya, Bremen und Hamburg. Aber in, ach so. Bremen auch. Aber wir könnten dann zuerst mit denen eintreffen und dann mit denen. Dann haben wir, glaube ich, nicht den Fluss Malus. Das müsste man timen. Aber die greifen uns direkt jetzt wieder an. Kann man das abbrechen? Sie gehen rüber. Sie gehen rüber, dann gehen wir jetzt auch rüber. 9. Juni, wir sind am 10. Juni da. Das passt ganz gut. Dann findet vielleicht eine Schlacht in Lüneburg statt. Nee, die marschieren nach Wismar. Können wir das aufhalten? 16. Juni? 14. sind sie in Wismar. Ich habe bloß jetzt Angst vor dieser Aachener Armee. Das wäre sehr unangenehm. So, und jetzt, wo marschieren sie jetzt hin? Nach Lübeck. Wer hätte das gedacht? Na gut, ich würde mal sagen, wir vereinigen uns dann. Einfach, das ist das Sicherste. Und müssen weiter hier hoffen. Auf unseren Kriegsstand hoffen. So. Alles klar. Jetzt sind wir 25.000 und kämpfen gegen 11.800. Ich hoffe, das wird was. Die Schlacht müsste stattfinden. Jawohl, da haben wir sie. Noch sind unsere Verbündeten wieder nicht da. Und Dennis de Kirchheim kämpft schon mal wieder wahnsinnig. Aber Balthasar auch. Oh, das geht mir ein bisschen schnell hier. Wir haben eine Meuterei in Vakuum, oder kümmern wir uns später rum. Jetzt wollen wir erstmal bei der Schlacht dabei sein. Und hier kommt jetzt Aachen. Aber die marschieren tatsächlich an Ostfriesland vorbei, wie es aussieht. Weil sie noch die Schlacht erreichen wollen. Nee, die bleiben in Oldenburg stehen. Ist ja auch verrückt. So. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Die Schlacht von Lübeck ist geschlagen. Aber ziemlich hohe Verluste eigentlich auf beiden Seiten. Also ganz stolz brauchen wir nicht darauf sein. Dann ziehen wir jetzt mal direkt nach Oldenburg und versuchen die Armee zu besiegen und gucken, was hier bei der Meuterei in Vakumo geschehen ist. Einige Besatzungsmitglieder der Expedition des Konquistadors waren von dem idyllischen Leben in Vakumo verzaubert und entschieden sich, die Expedition zu verlassen. Der Konquistador bezeichnete dies als Meuterei und nach einer langen Jagd wurden die Meuterer eingefangen. Sollen sie zu uns zurückgeschickt und hier vor Gericht gestellt werden, oder sollte man ihnen vergeben und nach ein paar Peitschenschlägen wieder erlauben, als Mitglieder zur Expedition zurückzukehren? Ah, wie entscheiden wir uns denn da? Wir würfeln bei solchen Sachen. Ist ja eher rollenspielerisch. Wir haben keine Ahnung, was für ein Charakter der Konquistador ist. Entpuppt sich jetzt vielleicht so langsam. Eine 1, das heißt, wir schicken sie zurück. Also er ist so ein bisschen, ja, eher sozusagen auf Formalität und Gerechtigkeit und Gesetze
angelegt. Wir verlieren administrative Macht durch diese Aktion. So, die ziehen sich jetzt echt wieder zurück und lassen unsere 500 Mann dort ungeschoren. Wirklich merkwürdiges Verhalten. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da, können da aber nicht rein, weil die Burg natürlich noch nicht in unserer Hand ist. Das ist jetzt das Problem. Überwintern unter den Eingeborenen. In der Provinz Tauximac. Oh, wir müssen auch mal wieder hingehen und gucken, wo sie eigentlich sind. Hier sind sie jetzt. Immer noch in Ute. Traf unser Konquistador auf Eingeborene, die sich als so freundlich und einladend erwiesen, dass er das Gefühl für die Zeit verlor, die er bei ihnen verbrachte. Achso, das kennen wir schon. Schuldigt. Gutes Meinung jetzt nochmal um plus 500 geändert. Auch nicht schlecht. So. Jetzt stehen wir hier. Und wisst ihr was? Jetzt werden wir das mal ein bisschen optimieren. Ach nee. Die Achen erziehen gerade nach Oldenburg. Da gibt es nichts zu optimieren. Da werden wir abwarten, bis die nicht mehr zurück können. 11. August. Wir werden mal 2 Tage laufen lassen. Die ziehen auch schon selbst nach Oldenburg. Okay. Und jetzt lassen wir wirklich wieder nur ein Regiment da und gehen mit der anderen Einheit volle Socke rein, um diese Schlacht hier zu schlagen. Jawohl. Jetzt haben wir sie endlich mal so aufgeteilt erwischt. Das behagt mir sehr, sehr, sehr. Das sieht jetzt gut aus. Aber auch wieder hohe Verluste auf unserer Seite, muss man mal sagen. 3000 auf ihrer, 2300 auf unserer. Also, das ist schon so eine Sache. So, die Belagerung läuft jetzt tatsächlich sogar mal weiter. Das heißt, da machen wir mal Folgendes. Wir werden jetzt nur die Kanonen mal rüberschicken. Da sind nämlich unsere Verbündeten offenbar nicht mitgekommen. Die Sachsen-Lauenburger. Oder wieder zurückgegangen. Und mit denen belagern wir es. Ist doch in Ordnung. Die 4 Kanonen werden ihr Übriges tun. Bei den anderen sparen wir ein bisschen Verlust. Verloren in Geist und Raum. Mensch, es passiert viel da drüben. Nachdem er sich die ersten beiden Mal verlaufen hatte, hätte uns klar sein sollen, dass unser Konquistador überhaupt keinen Orientierungssinn besitzt. Beim ersten Mal wollte er 2 unserer Packpferde wiederfinden und verlief sich 16 Tage lang. Wenn er nicht ein paar Weintrauben und ein paar Hasen gefunden hätte, wäre er verhungert. Später erzählte er uns, dass er dachte, er befände sich hinter der Expedition und wollte sie einholen. Dann bekam er Hunger und ging flussabwärts, um nach einer Handelsgruppe zu suchen. Die Expedition schickte ihre besten Jäger, um ihn zu finden, und waren bald darauf wieder mit ihm vereint. Beim zweiten Mal erkundete er eine der 3 Flussgabelungen und verschwand 3 Tage lang. Wieder schickte die Expedition die routinierten Jäger auf die Suche nach ihm, und er erzählte eine Geschichte, dass er versucht habe, die Gabelungen zurückzuverfolgen und unsere Spuren zu folgen. Daraufhin entschied die Mannschaft, dass der Konquistador bei der Erkundung weiterer Teile von Kulu nicht mehr alleine gelassen dürfe, was jedoch immer noch sinnlos war. Nur einige Minuten später war er verschwunden. Na, da haben wir eine richtige Koryphäe angeheuert. So, was machen wir denn jetzt? Ich denke, das werden wir auch zufällig lösen, das Problem. Ich werde die Jäger wieder ausschicken oder ihn lassen. Und, ha, 1 gewürfelt, wir schicken die Jäger wieder aus. Ja, die Geschwindigkeit reduziert sich. Okay. So, wir haben zu viele Anführer, das wissen wir. Und zu viele diplomatische Beziehungen. Das hängt jetzt hier mit dem Zugang zusammen. Aber ich könnte ja mal was probieren. Vielleicht können wir uns Bremen ersparen. Ich weiß gar nicht. Können wir hier... Ne, wir können nicht durch Österreich durchziehen. Dann bringt es nichts. Hier können wir auch nicht reinziehen. Wir müssen einfach abwarten, bis die Belagerung abgeschlossen ist. Brabant ist jetzt protestantisch. Was? Was ist denn da passiert? Ich fasse es nicht. Ich bin entsetzt. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Haben die etwa einen Krieg begonnen? Das ist echt mistig, ne? Diese selbst begründeten Handelsstädte, die müssten doch irgendwie... Das müsste... drin sein, dass die sowas nicht machen. Sonst ist das Feature eigentlich ziemlich frustrierend. Toll. Großartig. Also,
Es gibt kein Norwegen mehr, es gibt ein Bergen, von uns gegründet. Na, super. Da haben wir unseren schönen Einfluss verloren. Das ist wirklich jetzt ein bisschen ärgerlich. Und wir, ich weiß gar nicht, hätten wir was dagegen machen können, hätten wir es gesehen. Vielleicht hätten wir irgendwie auf eine Seite eingreifen können. Na, aber dann wären sie auch aus der Liga ausgestiegen, glaube ich, wegen schlechter Beziehungen. Ich fürchte, da ist gar nichts zu machen dagegen. Handelsdisput, Kriegsgrund, vielleicht könnte man diesen Krieg auch mal führen. So eine Art Handelskrieg jetzt gegen Bergen, wenn sie sich gegen uns aufgelehnt haben, auf diese Art und Weise uns enttäuscht haben, ist das durchaus motiviert, kann ich mir vorstellen. So, 35%. Ich hoffe, jetzt wird das was. Machen wir den ein bisschen schneller. Die bauen wieder ihre Armee auf. Immerhin schon wieder 12.000 Mann. Aber endlich ist es gelungen. Die Belagerung von Ostfriesland ist abgeschlossen. Und eigentlich... ja, eigentlich brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ne? Wir schauen mal ganz kurz. Minus 1,3 kriegen wir noch durch Lüneburg. Das könnten wir noch befreien, wenn es nötig ist. Aber ansonsten, ich glaube, wir werden mal hier den Frieden verhandeln. So, wir wollen freilassen. Das ist jetzt das Wichtigste. Ostfriesland befreien. Das haut hin mit 11 Punkten. Haben wir noch sogar 12 über den Durst. Sehr schön. Wir könnten auch noch Kleve befreien. Aber die Punkte haben wir natürlich nicht. Das macht hier alles keinen Sinn. Verträge, Vasall wollen wir natürlich nicht. Handelseinfluss reicht nicht. Reparationen würde noch reichen. Oder bringt es mehr, einfach so Geld zu fordern? Ja, das war's dann. Mehr ist nicht drin. So, gut, ich denke, wir werden das so machen. Kriegsreparation und Befreiung von Ostfriesland und dann haben wir gleich unser neues, altes Handelsliga-Mitglied hoffentlich wieder zurück. Ja, ziemlich ausgeglichen, die Verluste. Es war wirklich eine knappe Kiste. Gut, Ostfriesland, Diplomatie. Ich hoffe, sie sind jetzt so... 64, 70. Ostfriesische Meinung, die können wir noch auf 25 hochbringen. Dann haben wir 69. Vielleicht durch ein Geschenk noch größer. Das Problem ist die Größe der Handelsliga. Oh, Lübeck hat ein grundlegendes Interesse an ostfriesischen Provinzen. Nee, das können wir noch rausholen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das klären wir. Das haben wir nämlich jetzt nicht mehr. So, sehr schön. Und damit sollte das doch jetzt anders aussehen. Sehr gut, jetzt sind sie sofort dabei. Okay, dann kommt bitte zurück in die Liga. Sehr schön. Und zwar, das sind immerhin 25 Handelseinfluss. Echt wichtig hier für uns. Richtig, richtig wichtig. So, wir machen das mal separat. Werden jetzt gleich mal die Söldner rauslösen. Hier sind keine. Die schicken wir zurück nach Lübeck. Dann sind hier die Söldner. Die werden wir abspalten. Die werden wir auflösen. Und die Rumpftruppe ebenfalls zurück nach Lübeck. Okay, wir können wieder eine Mission wählen. Was ist das denn? Schutz vor Köln. Wir müssen eine gleich große oder größere Armee als Köln besitzen. Das kriegen wir doch hin. Das werden wir akzeptieren. Köln hat eine größere Armee als wir. Das ist eine große Gefahr, da sie unser Rivale sind. Das machen wir. Kein Thema. So, jetzt haben wir noch viele andere Probleme. Niklas Muhl, der müsste eigentlich entlassen werden. Der hat seine Sache ja einigermaßen anständig gemacht. Aber wir wissen, er ist kein besonders toller. 52%, wo kommt das schon wieder her? Ja, das kommt wegen der relativen Stärke. Wir haben zu wenig Armeen. Die müssen wir jetzt echt auffüllen mit der Zeit. So, das interessiert uns nicht. Eine Armeereform ist angekommen. Wir können in Technologie investieren. Aber noch immer haben wir den Tech-Malus. Oh, langsam kommt es ran. Prignitz ist schon und Bremen ist schon. Ne, dann warten wir einfach nochmal. Oh ja, und die diplomatischen Beziehungen, die müssen wir dringend ändern. Haben wir noch Diplomaten? Ja. Nach Bremen bitte den Militärzugang aufkündigen. Und Pferden. Wir haben keinen Diplomaten mehr jetzt. So.
Langsam kommt alles wieder ins Lot. Gotland ist jetzt auch protestantisch. Jetzt haben, vermute ich mal, die Protestanten langsam die Mehrheit in unserer Liga. Aber unsere Toleranz ist groß. Überhaupt scheint in der Liga das keine Probleme zu geben. Und soll es recht sein. So, Münster warnt. Gleich Ostfriesland. So. Deutsche Orden Polen als Rivalen. Oh, und wir haben Kurfürst Friedrich Wilhelm I. in Brandenburg. Na, wer sagt's denn? Nee, da ist nichts Neues. Gut. Dann warten wir mal auf die Ankunft der Armee. Ah, die ist schon da. Ja, da ist wirklich nicht mehr viel übrig. So, Ostfriesland hat sich der katholischen Liga angeschlossen. Die scheinen also strikt katholisch zu bleiben. Ja, jetzt müssen wir mal ausbauen. Auf jeden Fall. Truppenlimit. Ja, wir können noch... Ich würde mal noch... 3 und noch eine Reiterei. Jetzt sind wir ein bisschen knapp mit dem Geld. Wir reduzieren mal den Armeeunterhalt vielleicht so auf die Hälfte. Dann haben wir plus 5. Das klingt erstmal anständig. Und jetzt kommt der Niklas Muhl. Ja, den müssen wir erstmal den Befehl entziehen. Dann können wir ihn rausschmeißen. So, du bist kein besonders guter Mann gewesen. Du hast das zwar hier solide zu Ende geführt, aber die großen Schlachten haben ja auch andere geschlagen. Okay. Münster garantiert die Unabhängigkeit von Oldenburg. Das soll uns nicht stören. Das ist auch nur alles keine große Sache. 51%. Ich denke, das reduziert sich jetzt langsam. Darlehen wird fällig. April 72. Oh, und wir haben schon die Quest geschafft. Das heißt, bis 78, 10 Jahre lang, reduziert sich der Unterhalt um 10% und die Baugeschwindigkeit ebenfalls. Was haben wir denn jetzt noch? Der Feind unseres Feindes. Was können wir da machen? Meinung von Brandenburg ist 100 oder Rekrutenreserve mindestens 90%. Da brauchen wir natürlich eine Zeit. Wie sieht's aus? Ist in Brandenburg das überhaupt möglich? Nee. Das kriegen wir nicht hin. Dann hat sich das schon erledigt. Dann werden wir das mit der Rekrutenreserve annehmen. Passt jetzt auch ganz gut zu diesem Krieg jetzt. Okay, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dieser Litauen-Frage? Wir sind jetzt im Frieden. Ist es jetzt möglich? Tatsächlich, es ist möglich, jetzt dieses Bündnis zu schließen. Darüber müssen wir jetzt nochmal gut nachdenken. Sind hier tatsächlich übrigens... Tatsächlich, die Franzosen sind nach Russland gezogen. Also sie sind Rivalen von Karakoyunlu, Russland und Krim. Das ist also definitiv ein Bündnis, das sich einerseits als Schutzbündnis in Richtung Polen anbietet, andererseits gegen Russland. Und bietet uns die Option, irgendwann zusammen mit Schweden gegen Russland zu ziehen. Also ich denke, ich werde das machen. In unserer Lage vielleicht nicht das Schlechteste. Ich werde noch mal ein bisschen drüber schlafen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.